Schlacht um Bachmut. Diese deutsche Panzerhaubitze hilft den ukrainischen Truppen, ihre Heimat zu verteidigen. Wir sind hier im Donbass an der Front bei Bachmut. Hinter mir sehen wir eine Panzerhaubitze 2000 der ukrainischen Streitkräfte. Die ukrainischen Soldaten, die darauf ausgebildet wurden vor einigen Wochen in Deutschland, verteidigen damit jetzt hier im Donbass die Gebiete. Wir haben es vorhin schon gehört, es gibt wieder schwere Gefechte nördlich von Bachmut, wo die russische Raketenartillerie größere Gebiete unter Feuer legt. Und mit dieser Panzerhaubitze, die einen sehr hohen Grad an Präzision erreicht, die sehr schnell sich auch wieder bewegen kann, hoffen die ukrainischen Streitkräfte, diese Gebiete verteidigen zu können. Als erstes internationales Medium ist Bild mit an der Front, filmt den Kampfeinsatz mit den deutschen Artilleriegeschützen. Während die Russen auf ungenaue Flächenbombardements setzen, können die Panzerhaubitzen 2000 präzise auf Ziele schießen, sind äußerst schnell, ziehen sich nach einem Schusswechsel zügig zurück und sind rasch wieder einsatzbereit. Außerdem haben die Panzerhaubitzen eine extrem hohe Reichweite, können bis zu 30 Kilometer Schussentfernung erreichen. Und sie sind gut gepanzert, halten auch schwere Beschüsse gut aus. 60 ukrainische Soldaten und Soldatinnen wurden 45 Tage lang in Deutschland ausgebildet. Die Bundesrepublik hat jetzt sogar den Kauf von 100 weiteren Panzerhaubitzen genehmigt. Und die ukrainische Armee ist dankbar über die militärische Unterstützung Made in Germany.